Ach, so eine schöne Aussicht. Cool. Obwohl, das da unten finde ich jetzt nicht so toll. Hier. Lass mal gucken. Da drüben das Ding. Mal schauen. Vielleicht mache ich das noch weg. Ach, wie süß. Habe ich doch mein Zäunchen da irgendwie an der Hand. Da mache ich jetzt auch noch Zäunchen hin. Müssen bis da. So kann da keiner runterfallen. Das ist ja schon mal praktisch. Habe ich Erde dabei? Ein bisschen Erde. Okay. Dann pflanze ich mir hier noch etwas hin, dass es nicht ganz so verzackelt ist hier drüben. Und dann gibt es hier auch noch etwas Zaun. Und hier möchte ich mir gern eine Fackel draufsetzen. Und hier auch gleich noch. Ah, dann ist das alles schön hell, wenn es hier Nacht ist. Dann spawnen da keine Viecher. Ist das da ein Bäumchen? Ist aber klein. Oh, süß. Oder ist das so was anderes? Nee, kann ja gar nicht sein. Ich denke mal, so ein Samen, der wäre jetzt verschwunden, so ein Setzling. Komm, dann machen wir da auch gleich noch einen drauf. Bäm. Dann geht's hier weiter. Da aufs Gras. Soll ich das jetzt so eckig lassen? Ja, was soll's. Das hier kommt ja eh noch weg. Und hier kommen dann entsprechend noch Fackeln hin. Hoi, da ist einer kaputt gegangen. Da schnappe ich mir doch gleich den Knochen hier. Sah gerade aus wie so ein Werkzeug, ne? Hier machen wir jetzt auch noch was weg, damit das hier nicht so blöd aussieht. Und das Feld ein bisschen abgehoben ist. Okay. Dann noch ein bisschen. Ich mache das hier jetzt einfach ein bisschen platt. Okay. Oi, dann sehe ich hier hinten mein Privatschwimmbad wesentlich besser. Und das hier ist schön gleichmäßig. Ich mag das zwar normal nicht so, wenn man so arg in die Natur eingreift. Hui, jetzt wird es hier ein bisschen schmal. So war das aber nicht geplant. Ich könnte mir ja hier irgendwie so eine kleine Brücke basteln. Das wäre doch auch süß. Mal schauen. Einfach hier so drüber. Okay. Jetzt hoffe ich, dass da noch was drunter ist. Die Fackel einsammeln. Dann könnte ich ja hier hingehen und das hier abbauen. So. Und mir da etwas Holz hinsetzen. Vielleicht diese Kassetten, die sehen ja ganz goldig aus. Hier. Vier Stück. Vier müsste reichen. Das reicht hier auch noch. Da. Muss ich hier unten noch mal ein bisschen Erde dran setzen, weil ich eben immer was für drunter brauche, damit das in der richtigen Richtung nach oben zeigt. Sonst kriege ich wieder diese Seitenmaserung, die hier nach oben. Und das möchte ich ja nicht. Jo. Gleich ist eh mein Spaten fertig. Ein bisschen hält er noch. Ich weiß auch noch gar nicht, wie weit ich die Brücke mache. Also 4 ist, glaube ich, ganz okay. Zu breit soll sie ja auch nicht sein. Ich teste das jetzt mal an, indem ich hier ein bisschen Zaun drauf gebe und mal schaue, ob das breit genug ist. Kleiner Test von hier hinten. Ja, so dick bin ich jetzt auch wieder nicht, ne? Hier ist es halt wichtig, dass man immer nach unten zielt. Ansonsten gibt es hier
ein anderes Muster. Das zeige ich euch aber auch gleich im Haus nochmal. Ist das jetzt schon genug? Ja. Dann mache ich hier noch ein bisschen die Erde weg, dass das etwas mehr Brückencharakter hat. Und hier kann ich auch noch ein bisschen Erde wegmachen. Na, schaffe ich den noch? Jo. Den machen wir von da drüben. Wie sieht's denn hier aus? Hier ist eigentlich gar nicht so viel. Doch, da. Das kann auch weg. Oh, mein Spaten ist alle. Also Nachschub. Der hier. Und dann sieht das doch mal richtig nach Brücke aus. Dann mache ich die hier noch ein bisschen weg. Dass es einfach mehr Brückencharakter hat. Okay, doch schon ganz nett. Geht das noch weg? Gut. Schön. Jetzt verbrezle ich gleich hier noch meine letzten Brückenteile. Beziehungsweise mein Geländer. Oh, da brauche ich noch einiges. Da stopfe ich mal eine kleine Erde auf. Da auch. Jetzt ist das richtig schön breit. Dann kann ich schön darüber laufen. Da sieht man übrigens ganz deutlich diesen Strich, den ich da gezogen habe. Ich habe doch so einen kleinen Graben gebastelt hier drüben. Den sieht man jetzt wirklich sehr gut. Oh, ist das Wasser blau. Am liebsten würde ich jetzt schwimmen gehen. Aber ich habe ja noch so viel zu tun. Ist hier hinten schon was reif? Ja, der eine hier. Dann schnapp ich mir den doch. Puff. Und setze da gleich einen neuen ein. Gut. Und den einen, den ich jetzt noch überhaupt, den tue ich dahin. Ein bisschen Erde einsammeln, dass das hier nicht so unordentlich ist. Irgendwann verschwindet die Erde ja sowieso, aber trotzdem. Jetzt werde ich noch ein paar Geländer bauen, also ein paar Zaunteile. Ich möchte aber auch hier unten noch was machen. Guck mal, der ist so klein. Ah, wahrscheinlich, weil der Dicke da steht und dann kriegt der keine Sonne. Mann. Nee, dann hole ich den mal da weg, das arme Häschen. Das geht ja gar nicht. Komm mal her, Süßer. Willst du deinen eigenen Platz haben? Dann baue ich dich dahin, ne? Hast du auch mal ein bisschen Sonne? Apropos Sonne, die geht bald unter. So, da ist ja mein Häuschen. Da ist der Keller. Da möchte ich auf jeden Fall noch ein bisschen was bauen. Hier eventuell eine Tür reinmachen. Und da unten mache ich jetzt mal eine Fackel rein, dass da demnächst irgendwas spawnt. Hey, da ist ja Kohle. Nichts wie ran an den Speck, also an die Kohle. Dann mache ich das hier etwas größer. Sonst kriege ich ja Platzangst. Ah, hier. Wie heißt es immer? Eine Kohle kommt selten allein. Da ist noch eine. Cool. Hey, noch mehr. Sehr schön. Wow. Da kann ich mir doch jetzt wieder ordentlich Fackeln bauen. Cool. Na, jetzt ist aber gut, oder? Nee, noch eine. Okay. Drüber ist ja Kies. Den können wir uns so holen. Mit der Schaufel. Hey, hier ist aber dunkel. Komm, noch eine Fackel. Hier auf den Kies. Da muss ich nur aufpassen, dass ich mir den nicht hole. Oh! Da geht's ja noch weiter. Na, sag ich. Kriege ich dich nicht richtig? Doch. Oder ist da noch was drunter? Das muss ich jetzt rausfinden. Also hier mit dem Kies? Nee, da ist jetzt nur ganz viel Kies. Das gibt natürlich Feuersteine, was ich auch gut finde. Draußen wird's gleich dunkel. Da, jede Menge Kies und jede Menge Feuersteine. Das muss ich mir merken. Hier habe ich ja eine richtige kleine Kiesgrube entdeckt. Hi, schön. Sicherheitshalber mache ich mir hier auch noch eine Fackel hin. Ich habe ja jetzt etwas Kohle bekommen.
hier noch ein bisschen was wegmachen, damit es hier nicht so eng ist. Gut. Es ist hier schon dunkel. Ja, es ist schon dunkel. Dann mache ich hier noch eine Fackel hin. Dann kann hier keiner spawnen. Gut. Jetzt dauer zurück ins Haus. Natürlich mit Schwert in der Hand. Schnell. Oh, ich habe die Tür aufgelassen. Das ist natürlich ungünstig, weil dann auch manchmal welche reinkommen. Aber ich habe Glück gehabt. Es ist keiner da. Schön. Hier die Tür könnte ich mal zumachen. Obwohl da ja eigentlich sonst keiner kommt. Außer den Spinnen. Da. Wen hören wir da? Wieder eine kleine süße Spinne. War ja zu erwarten. Jetzt können wir uns wieder überlegen, wo sich die Gute rumtreibt. Ich tendiere ja zum Dach. Also, selbes Spiel wie immer. Hoch. Und Spinne suchen. Da. Wow, schmeiß mich nicht runter. Das ist jetzt ein bisschen risky da an der Ecke. Puh. Hast du was gedroppt oder bist du einfach nur umgefallen? Nee, nichts gedroppt. Dann mache ich hier lieber noch ein paar Zäunchen. Ich könnte mir ja gerade hier hinten in die Ecke was reinstellen. Zunächst mache ich mir etwas Licht. Jawohl. Hier noch. Da hinten ins Eck. So. Ui, da drüben kann ich meine neue Brücke sehen. Die ist ja noch nicht ganz fertig. Da fehlt noch etwas Geländer. Ist das ein Ausblick? Schaut euch die Sterne an. Ach, ist das schön. Also ich werde mich sicher an lauen Sommerabenden nach hier oben verkriechen und etwas nach den Sternen schauen. Jetzt bastle ich mir doch gerade hier oben auch noch eine eine Werkbank meine ich natürlich. Und zwar kann ich mir dann noch ein paar Zäune basteln. Dann setze ich mir die gerade dahin, wenn ich die Fackel wieder aufgehoben habe. Hier, da. Was wollte ich mir gerade basteln? Ach ja, Zaunteile. Also so. Habe ich noch mehr davon? Nee. Eine Falltür. Stimmt, ist auch nicht schlecht. Das wollte ich aber gerade gar nicht basteln, sondern Stöckchen. Okay, so. Aber hat sich gerade angeboten, auch gut. Okay, die können ja jetzt eigentlich auch dahin. Ich mache das ja immer etwas unorthodox, aber so bin ich nun mal. Hey, hier ist es aber mal richtig voll. Das wird jetzt eng. Habe ich noch Holz? Nee, ich wollte noch was anderes basteln, aber dafür habe ich jetzt hier einfach keinen Platz mehr. Gut. Na, ein paar Stöckchen kann ich ja noch basteln. Also nicht Stöckchen. Ui, ich sehe eine Spinne im Hintergrund. Ah. Komm schnell her. Nee, komm her da. Wo ist die? Und jetzt hier hochgekrabbelt. Da. Ui, die kann aber doll springen. Die hat mich jetzt richtig angehüpft. Böses Gerät. Und mein Schwert ist kaputt. Dann schnell ein neues in die Hand. Ich mach mal doch schnell hier ein bisschen zu. Da ist schon die nächste Spinne. Also nicht, dass ich Angst vor denen hätte, aber die können mich ja hier runterschmeißen, wenn die mich zu doll schubsen. Und da ich da keinen Bock drauf habe, mache ich hier jetzt ganz flott zu. Hey, da sind ja noch mehr Spinnen. Da und da. Kommt doch alle her. Habe ich kein Problem mit. Hier unten ist übrigens das Gebiet, was ich mir da jetzt bald einzäunen und gerade machen möchte.
Da habe ich gerade die Kohle gefunden, da unten drinne. Ja. Den mache ich hier mal zu. Der Zombie da, der kann mich gern haben. Kann ich hier überhaupt noch was basteln oder muss ich erst die hier noch verändern? Quatsch. Mitte. Ist ja egal, wo man sie hin tut. Stöckchen. Da ist doch schon wieder jemand. Okay. Wo bist du denn? Na? Wie toll. Da ist er. Ich fühle mich ja jetzt schon ein bisschen sicherer mit meinem Zäunchen. Obwohl, ich weiß nicht. Wenn ich jetzt trotzdem drüber fallen kann, dann habe ich Pech. Hey, sogar zwei Spinnen. Hier oben kann man eigentlich ganz prima Spinnen farmen. Also einfach hier hinstellen und warten, bis die Süßen hier hochkommen. Und dann ganz entspannt killen und schön das Zeug hier einsacken. Hey, ich habe schon 8 Fäden. Da kann ich ja Wolle draus machen. Das finde ich doch gut. Also vielen Dank, ihr Lieben. Vielleicht gibt es noch etwas Zaun. Oh, aber erst gibt es einen genialen Sonnenaufgang.